Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test. So, die Dinge sind alle durch. Kommt direkt der nächste Durchgang. Sehr gut. Geht das Zeug schnell, ey. Die müssen wir auch noch machen. Wobei, das Zeug nicht. Den Einzel kann ich einfach mal so direkt um reinschmeißen. Vielleicht brauchen wir es später noch für irgendwas oder so. I don't know. So, schon mehr als halb fertig. Das ist. Mal geht das schnell. So, erstmal hier kurz unser Inventar hier ausräumen. Was auch immer hier für ein Scheiß drin ist noch. Okay. So. Ja. Okay. So, dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen die Pipes, also die Rohre. Da brauchen wir erstmal. Also hier brauchen wir sowieso eine Menge. Die Frage ist, wie viele mache ich da? Ah, 100. Wir brauchen halt schon eine Menge, ne? Oh, und dann mache ich jetzt nochmal 50. Ungefähr so. Weil wir brauchen auch noch diese komischen Sorting Tubes. Hä? Wo denn jetzt? Da. Und da brauchen wir wieder Kristallfragmente. Nice. Wir brauchen. Also ich will 50 davon machen, das heißt wir brauchen 100 hiervon. So, das doch schon mal. Oh, passt doch gut. So. Na komm her damit. Oh, na gut, okay. So, fällst du nach da. Hä? Hey, eben, ich brauche 200 davon, nicht 100. Nevermind. Was tue ich hier gerade? Was läuft hier gerade? Da, so. Gut, recht ähnlich. Holy shit. Gut, dann wird erstmal nur 40. Reicht ja aus. Für den Anfang. Jetzt brauchen wir sowieso erstmal nur 34. Ne, plus vielleicht ein bisschen mehr. Also für die Pipeline an sich brauchen wir bloß 33 sogar nur. Aber wir müssen die auch noch an unsere Anlage anschließen. Oder zumindest an ein eigenes Netz anschließen oder irgendwie so. Mal gucken. So, ach ja, wir müssen ja noch weiterbauen. Wir waren ja hier noch gar nicht fertig. Ja gut. Unsere Werkzeuge waren ja einfach da oben. Wenn man so viele Etagen hat, ne? So, die Was versuche ich hier gerade? Ihr kommt erstmal nach da, genauso wie ihr. Aber das ist noch da. Komm, ja, wobei, Einzel können wir gleich mal mitnehmen. Eigentlich gleich weiter. Wir wollen auf jeden Fall brauchen. So. Okidoki. Jetzt geht's ab. Oder war ja gar nicht fertig. So, dann so dunkel hier auf einmal. So.
Gut, dann müssen wir hier auch noch mal weitermachen. Stimmt, da ging es ja der Akku aus, ne? So war das ja. Ah, ist das geil. Siehst du, so werden Tunnel gebaut, Digga. Das geht mit diesen, mit dem Bohren, ist das so geil. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier anfangen zu bauen. So. Und das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, am Ende kommt erstmal eine Tube. Warte mal kurz, erstmal hier Inventar leer machen. Das kannst du hier so keimen. Kannst du hier so. Geht ja mal gar nicht. So, dann können wir auch gleich mal die beiden Geräte hier ans Netz bringen wieder. Schon ist unser Inventar wieder ein bisschen leerer. Okay, Zentrifuge. Ach, wir brauchen ja auch noch weitere Injektoren, ne? Wir brauchen auch noch Injektoren für die Anlage an sich. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Verdammt. Reichen da Item-wise Injektoren aus? Eigentlich schon, ne? Item-wise-Injektoren müssten da vollkommen ausreichen. Gut, da brauchen wir also das hier. Brauchen wir auch wieder Kunst. Ah, nee, halt. Das hier. Hellblau brauchen wir. Okay. Da brauchen wir auch wieder 34. Also brauchen wir das Rezept 17 Mal. Wir brauchen also Kunststoff. 17, 17, 17. Dann brauchen wir 17 mal Mese. Dann brauchen wir was? Genau, 17, also 34, also 68 mal Schmiedeeisen. 68. Ich nehme einfach mal. Na, 8 Meter ist glaube ich reicht wahrscheinlich. Und Stöcker. So. Aha. Ach, verdammt. Schon wieder vergessen, dass wir welche haben bereits. Hätte gar nicht so viel bauen brauchen. Es ist halt immer das Gleiche mit den Dingern. Ich baue und baue und baue, ohne erstmal nachzudenken, ob wir vielleicht sowas schon haben. Es ist doch immer das Gleiche hier. Ist das traurig. Aber was soll's. Wir haben ja genug Materialien. So. Erstmal aufräumen. Du nach da. Siehst du, die gehen hier auch endlich mal raus. Damit. So.
Das war schon 10 zu viel. Geil. Läuft ja bei uns. So. Weg, weg, weg. Weg. So, sieht einmal gut aus. Gut, 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 gut. Du Ratte! Oh! Dafür kommt mir mein Regenbogenschwert so schwach vor. So, wir brauchen erstmal. Also erstmal, damit ihr wisst, wie ich das ungefähr bauen würde. Ich würde es ungefähr. Na gut, da hinten ist jetzt ein Loch. Das ist natürlich sehr praktisch, dass es genau an der Stelle da ist. Gib mal her. So. Jetzt kommt nämlich denn hier vorne. Ungefähr. Dachte ich mir so. Geht das überhaupt? Müssen wir jetzt hier so ranbauen, ne? Ah, funktioniert. Dann kommt davor das Ding. Das Ding. Ja, das war es nicht, glaube ich, genau. Oder? Ist es richtig? Doch, ist richtig. Oder? Ich habe keine Ahnung. Wait. Ja, doch, genau. So, und jetzt kommt denn hier. Achso, genau, Mesekon brauchen wir auch noch. Weil hier auf dem Block kommt dann nämlich der ganze so ein langer Strang Mesekon, der halt dieses Taktsignal gibt. Hier drauf kommt dann nochmal ein Rohr. Da kommt ein. Hey, halt! Da kommt ein Rohr. Und da kommt dann das Rohr. Da kommt denn das Rohr. Hey, halt. Das Rohr. So, und von diesem Ding werden einfach 33 Stück hintereinander gepackt. Und dann werden die Dinger so eingestellt, dass, also ankommen tut erstmal das ganze 07er-Zeug. Und dann würde ich immer so machen. Gute Frage, wie eigentlich genau? Ja, man bräuchte schon, also per se kommt, also so ist es bei allen dann eingestellt. Alles geht nach blau. Außer das, was bei ihm rein soll, das geht nach gelb. Also jetzt zum Beispiel, ne, der entsprechende. In dem Fall wäre es also, hier kommt der 35, der 3,3er, also kommt hier 3,2er, kommt hier nach gelb, 3,2, ne? Und das nächst höhere, also 3,3er, kommt dann nach rot. Ja, und alles andere, wie gesagt, nach blau. Und das kommt bei allen so eingestellt. Also, ne, das sind jeweils natürlich angepasst, die beiden. Das heißt, achso, und bei allen, nee, ist ja nur beim letzten. Beim letzten ist dann halt auch wieder das, was dann da rauskommt, das nichts höhere, was dann halt das 35er wäre, kommt dann auch wieder nach rot und das wird dann halt noch umgeleitet zur Ausgabe oder hier kommt die Ausgabe hin. Ich muss sowieso gucken, wie gesagt, ich glaube, ich mache die Ein- und Ausgabe, mache ich nicht, dass ich das Ding an die Anlage anschließe, sondern ich mache hier eine Kiste hin, wo das Ganze rausgenommen wird. Und dann auch das Fertige wieder reingepackt wird oder so. I don't know. Genau, das heißt, alles, was hier rausgenommen wird, das ist ja dann das ganze 07er-Zeug, das kommt automatisch in den Kreislauf und wird, weil es hier unbekannt ist, nach blau geschickt. Sprich, also es wird über die gesamte Pipe einfach weiter transportiert, immer weiter, bis es zum 07er kommt. Und dort wird dann die eigentliche Pipe gestartet, sprich also, ne, ab dann wird es aufgeteilt immer weiter, bis dann am Ende hier das 3-4er ankommt und dann hier das 3-5er dann rausgeschickt wird, wieder in die Kiste. Und ich muss gucken, am Ende kommt dann ja 0-0er raus. Das müsste ich also auch hier nach rot schicken. Sprich also, hier muss auch immer 0-0er mit bei sein.
Na, gucken wir uns also mal zwei Sachen hin. Das nächst höhere und 0,0er. Ja. Okay. Das klingt doch machbar. Jetzt müssen wir nur hier von 33 Stück bauen. Das ist fast eine Sisyphus-Arbeit. So, und hier unten muss das schwarze Kabel verlegt werden. Das haben wir natürlich nicht mit dabei. Genauso wie hier. Wäre schon geil, wenn wir hier die beiden Blöcke gelassen hätten, die untere Reihe. Aber jetzt ist das Ganze relativ hoch. Ah, scheiße. Gut, das heißt, wir brauchen erstmal unsere MV-Kabel. Hatten wir nicht ganz viel gemacht gehabt? Ach nee, haben wir noch gar nicht viel. Wir hatten ja nur die gemacht, die wir für die Zentrifugen gebraucht haben. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt mal ganz viele Kabel. Wir brauchen noch definitiv mehr Kupfer. So, fast von mehr Kupfer. Dankeschön. Achso. Ja, super. Du noch da. Du noch da, du noch da. Bam. Dankeschön. So. Kupfer. Hä? Wait. Ich glaube, das war gerade dumm. Ja, wir brauchen hier die. Ach, verdammt, wir brauchen da ja gar keine Spulen für. Wir brauchen das Rohmaterial. Ja, super. Kann ich hier vielleicht das aus den Kupferspulen wieder extrahieren irgendwie? Ich fühle mich verraten. Jetzt haben wir super viele Kupferrollen. Ja. Ich möchte sterben. So, Plastik. Brauchen wir Papier? Brauchen wir ja keinen Kunststoff. Papier brauchten wir ja da. Papier haben wir jetzt nicht mehr so viel. Papyrus. Hä? Ist ja gar nicht gewachsen. Was ist hier los? Bedauerlich. Aber wir sollten erstmal genug Papyrus haben. So. Alles. Okidoki. Dann jetzt das alles. Ich mache erstmal nur 100. So, sollte erstmal reichen. Jetzt brauchen wir nämlich das hier und davon haben wir nämlich eh nicht so viel, deswegen sollte das. Achso, wer hat den Preis 30? Egal, passt trotzdem. Sollte einigermaßen. So. Na, könnte doch ein bisschen knapp werden. Wir brauchen mehr Klebermasse. Weil das hier reicht auf jeden Fall nicht aus.
Das reicht nie im Leben aus. Gut, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gummimasse. Müssen wir weiter wieder Gummibäume fällen hier, ne? War das überhaupt extrahieren? Wie war noch was? Wie eine Gummifaser. Wabba. Extrakten. Ach, grinden. Okay, also erstmal grinden und dann extrakten. Lalalala, schwupp. So, dann haben wir das und daraus bekommen wir denn dieses wunderschöne schwarze Zeug. Ah ne, müssen wir ja dann nochmal legieren. So. Warte einfach, bis der erste Stack fertig ist. So, das kommt in den Extraktor. Kriegt man da wenig raus? Hat etwas mehr gehofft. Nächstes Stack, bist du fertig? Natürlich noch lange nicht. Das dauert also auf jeden Fall länger als der andere Schritt. Und wir kriegen ihn nur extrem wenig raus. Das ist ja nicht so geil. Wir müssen also auf jeden Fall mal wieder Gummibäume anpflanzen. Wer hat denn nicht letztens welche angefangen? Ach doch, schon mal, guck mal, den haben wir doch massig. Nevermind. Ich schon mal ganz kurz meine Axt. Und dann, geht es den Bäumen an den Kragen, wobei ich dann das Feuer jetzt nochmal in meinem Inventar wieder aufräumen sollte. Warum ist das Ding so voll? Das ist doch schon wieder scheiße hier. Verdammt. So, euch brauchen wir unten. Euch brauchen wir unten, euch brauchen wir unten, euch brauchen wir unten. Das brauchen wir unten. Und den Rest eigentlich nicht. Achso, wo unten brauchen. Miesekon. Gut, das wird auch bei weitem nicht reichen. Da müssen wir auch noch ein bisschen was einschmelzen. Dankeschön. Guck mal, so bekommt man sogar ein 162er Stack, ne? Also mehr als 99er Stack. Nur man kann es nie wieder rekombinieren. Ja, jetzt habe ich hier drei über. Ja, schon witzig. Ja. Das gleiche ist auch. Achtung, ich cheate. Give me. Default. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal dort. Dirt, aber da habe ich schon zwei. Default Dirt 6, 5, 5, 3, 5 ist das Höchste, was geht, weil wird intern mit einem 16-Bit Point Quatsch Variable gespeichert und das ist halt 2 hoch 16. Minus 1 und das ist dieses das da. So. Ach, ich habe gar nicht GIF. Ah, aber ich kann mir GIF geben. Sowas. Give me GIF. Witzig, was? Hä? Ja, okay. Es klang nicht nur bescheuert, das war auch falsch. Grant me. Ist ja. So. So, und jetzt Revoke. Dankeschön. So, jetzt habe ich so ein Stack mit 65.000, also ne, so ein paar viele. Aber Punkt Nummer 1, ich kann den zwar jetzt ein bisschen was davon abzwacken und ich kann jetzt hier Trophäen packen, ich kriege die aber nie wieder rauf.
Funktioniert nicht. Es wird sogar immer ein bisschen weniger, weil das Ding sogar anfängt zu glitschen. Aber, zweiter Punkt, wenn ich jetzt ihn wegwerfe, kriege ich 99er Sack zurück. Wenn ich jetzt Sitten aber wegwerfe. Oh, okay, das haben sie geändert. Weil früher hat man da nämlich auch bloß noch 99er Stack zurückbekommen. Aber scheinbar haben sie das jetzt geändert. Dass man da tatsächlich jetzt doch wieder den gesamten Bock zurückbekommt. Schade. Naja. Aber ja, also intern gehen Stacks tatsächlich bis 65.535. Und man kann sogar in der Config einstellen, welchen Wert man haben möchte. Das heißt, man kann sogar einstellen bis 65.535. Man kann jetzt nur keinen höheren Wert einstellen, weil das macht hier halt die Engine nicht mit, aufgrund dessen, wie sie programmiert ist. Warum sind die Blöcke? Damit. Genau. So. Ich habe sogar mal ein Spiel gespielt, wo ich eingestellt hatte, dass die maximale Stackhöhe 1 ist. Das heißt, nur um es ein bisschen realistischer zu halten, weil ich meine, seien wir mal ehrlich, ein so ein Block Erde ist ja eigentlich, wenn man mal so hinbaut hier, eine Kantenlänge von 1 Meter. Das heißt, es ist ja schon fast ein Kubikmeter Erde. Und dann davon auch noch zigtausende 90er Stacks zu haben, alles andere als realistisch. Ich meine, selbst wenn man bei jedem Feld nur einen einzigen Item hinmachen kann, kann man ja immer noch, weiß nicht, wie viel sind das? 16, 32 Felder. Also man kann immer noch 32 Kubikmeter Erde mit sich tragen. Ist immer noch unrealistisch, aber schon mal etwas realistischer, wenn man das Ganze etwas härter spielen möchte. Ja. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was wir eigentlich gerade machen wollten. Was wollten wir gerade machen? Irgendwas wollten wir gerade machen. Ach ja, schwarze Kabel, Gummi. So. 44 Grad, 71, das ist ja gar nichts. Also, stimmt, wir wollten Gummibäume fällen. So war das. Da kriegen wir gar nichts raus von. Das ist nicht mal ein Stack hiervon. Was da rauskommt. Ja, obwohl, also doch etwas mehr als ein Stack wird das, aber schwierig. Ich meine, könnte für unser jetziges Anliegen reichen, ja, aber ist trotzdem schon dezent traurig. Schon dezent traurig. So, ich schiebe mal das schon mal hier in den Legierofen. Geht doch relativ schnell. So. Ja. Gut, aber schön, dass wir noch ein paar Gummibäume haben. Dann können wir die also bei Bedarf, wenn wir doch mal welches brauchen, also auf jeden Fall fällen. Das geht schon mal ganz gut. Sehr geil. Genau. So, damit rein. Sollte passen. Ah ja, für ein paar Kabel sollte schon reichen. Einfach, dann sind zwei übrig. Oh, scheiße, aber auch. Rinder. So, dann gucken wir mal. Erstmal kommt das da rein. Papier brauchen wir auch keins mehr. So, was wir jetzt brauchen, ist die schwarze Gabel.
So. Okay. Habe ich jetzt gerade alle LV-Kabel verbraucht? Wow. So, gut, dann räumen wir erstmal wieder ein bisschen unser Inventar auf. Du kommst noch da, du kommst noch da. Du bist noch da. Ach stimmt, ich wollte noch ein bisschen LV-Kabel machen, deswegen hatte ich ja auch das Zeug hier dabei. Na, never mind. Papier. So. Aber bei 72 Kabel, nee, reicht gar nicht. Wir haben 33 Zentrifugen, das heißt plus 33 Leerstellen dazwischen, also 32. Das sind alleine schon mehr als 60 Kabel, die wir da brauchen. Komm, einfach her damit. Passt schon. So. Haben wir noch ein paar Kabel, bisschen als Reserve. Das geht dann schon genauer. So, hier kommt gar nichts rein. Hier kommt das Zeug noch rein. Wobei ich die drei lieber eher hier reinpacken würde. Haben wir noch irgendwelche Kabelspulen hier dran? Nö, ne? Nö. Okay. So. Holz. Gut, Papier kann wieder da rein. Einmal Kupfer. Gut, da sollten wir erstmal ein bisschen was haben. Okay. Das heißt, achso, genau, ich wollte noch ein bisschen Steine mitnehmen. Paar Clean Stones. Damit wir dann in der nächsten Folge dann erstmal nochmal einen Weg bauen können. Weil ich finde so dann doch relativ hässlich. Das heißt, die beiden hier, wird nochmal Weg lang gezogen aus Cleanstone. Dann passt das. Aber wie gesagt, das in der nächsten Folge und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Warum ist eigentlich mein Mikrofon so hoch hier? Behave, Nigger. Ciao.